alles! Schatz, ist mal lieber als Schnaps oder Wein. Verspiel dir die Sore, versauft jeden Knopf. Den Kopf nicht verloren, sonst kost euch den Kopf. Den Sack voller Kröter, ein Krötchen im Bett. Vom Faste und Bede war keiner noch fett. Juckt runter und drüber, schenkt ein und schwenkt auf. Wer weiß... Ein Marische, komm her. Na. Non, nix entrer. Dem Hannes ein Hemd ist zerrissen. Ich will es ihm nähen. Der braucht nix Hemd in diesem Moment. Er hat zu tun, sans Chemise. Du schielig Dohl, dir werde ich helfen, dich da rein zu schleichen. Wie die falsche Katze. Ach, warte. Thank you.
Bauernmensch, das Miststück, das in der Vorzüge. Du, was ist denn? Wer ist denn das? Spürhund, maskierter Gendarm. Der hat im Wald rumgespitzelt, auf der Rheinseite. Und dann hat ihn da die Wache geschnappt. Er sagt, er weiß alles über dich. Und aus deinem Kopf, da will er ein Geschäft machen. Idiot. Halt's Maul, oder ich mach dich kalt. Selber Maul halte, bind ihn los. Herr Bückler, natürlich, Sie sind es. Herr Gott, welch prachtvoller Kopf. Ja. Was sich daraus machen lässt. Was? Was willst du? Ihren Kopf? Oh, hey. Sehen Sie, ich bin ein Maler. Oh. Es ist meine Profession, berühmte Leute abzuzeichnen und zu stechen. In Kupfer natürlich. Die Blätter, die werden dann auf den Märkten verkauft. Hier ein paar Arbeiten von meiner Hand. Friedrich der Große, der preußische Alexander. Beachten Sie die lange Nase, naturgetreu. General Washington, der die Amerikaner vom Sklavenjoch befreit hat. Robespierre, der Dämon der französischen Revolution. Napoleon Bonaparte, der Cäsar unserer Tage. Und hier Camille de Moulin, der Sänger der Barrikaden. So was brauchen wir nicht. Und wenn wir es brauchen, dann kaufen wir es nicht. Aber Herr Bückler, ich will Ihnen doch nichts verkaufen. Ich will Sie stechen. Sie sollen das nächste Blatt meiner Serie großer Männer sein. Ich? Das wird ein Riesengeschäft. Und ich beteilige Sie natürlich. Einen halben Kreuzer pro Blatt. Was sagen Sie jetzt? Was zahlen Sie denn Napoleon? Das ist kein Spitzel, der ist verrückt. Ich habe ihn weg. Aber glauben Sie mir doch, Herr Bückler. Die Leute wollen Sie sehen zum Donnerwetter. Die Menschen lieben Sie. So wie Sie sind, so möchte jeder sein, wenn er nur könnte. Los, lass es. Ein Kind des Volkes, voll Kraft und Wagemut. Ohne Respekt vor Gesetz und Obrigkeit. Ein Kerl, der die Reichen schröpft und den Armen kein Haar krümmt. Die Arme haben halt nichts, da gibt's auch nichts zu schröpfen. Nein, Herr Bückler, das ist nicht der Grund. Sie haben ein Herz in der Brust. Sie sind ein edler Mensch. Hoch, Hannes der Edelmann. Ja, du bist edel, Hannes. Aschedel. Dein Herz ist so groß wie ihr Weiber. Ich muss sie malen. Ich muss sie malen. Ja, aber dann hätte ich ein zerrissenes Hemd. Ami, hol mir den guten Rock, den Hut und den Doppelbüchs. Mal doch das schöne Mädchen auch mit drauf. Oh ja. Gott bewahre, Herr Bückler, dann kaufen es die Weiber nicht. Bei den Weibern haben sie nämlich ein ganz besonderes Renommee. Die erzählen sich Sachen von ihnen. Na, das ist beinahe übernatürlich. Übernatürlich. Was redet ihr Leute sonst? Sie seien mit dem Teufel im Bunde, heißt es. Jede Kugel aus ihrer Flinte treffe. Sie selber aber seien unverwundbar. Sieh mal an. Es gibt jetzt sogar ein Lied von Ihnen, das die Bänkelsänger in den Wirtshäusern singen. Ein Lied vom Hannes? Sing's halt einmal. Ich bin leider nicht musikalisch. Sing! Ehe, dass ich dir die Zunge ausrob. Maul halte, verdammt! Da kommt doch was auf die Straßenrunde. Wer hat die Wach? Eh, pardon, Hannes. Du hast Ohren wie ein Fledermaus. 50 Schreiter, Militär, auf Straße Direktion Rhein-Ufer. Franzose? Je ne crois pas. Moment. Pantalon blanc, autrichien. Österreicher, Reichsarmee. Hey, wie kommen denn die da her? Die Franzosen räumen das rechte Rheinufer. Hä? Wissen Sie das nicht? Und das linke behalten Sie. Hier rücken wieder die deutschen Fürsten ein und die Reichsarmee. Es ist Frieden. Komischer Friede. Nichts wie Soldaten im ganzen Land. Und Bettler. Wie beurteilen Sie die politische Entwicklung, Herr Bückler? Wird's jetzt besser werden? Die am Krieg verdienen, die verdienen auch am Friede. Das ist die Politik. Chase of Politik. Voller Bauch gut, leerer Bauch schlecht. Meine Politik. So, fertig. Das ist ein guter Steckbrief, Hannes. Was? Was hast du da gesagt? Aber Herr Bückler, ich steche genau nach dem Leben. Aber doch nicht so genau, du. Du stichst mir nicht nach meinem Leben. Bitte nicht, Herr Bückler, bitte nicht. Um Gottes Willen, Herr Bückler, Sie verderben meinen Strich. So. Und wenn ich den irgendwo ohne Bart sehe, dann mache ich dir Feuer unter den Arsch. Merkt ihr das? Hans Bast. Hey, guck mal, da kommt der Hans. Salü, kriegst du mal Wein? Komm her. Seid doch still!
Ich bringe den Mann mit, dem tun die Ohren weh und alles andere auch. Wer ist denn das? Komm, setz dich auf. Na, wie ich mit dem Wein über den Rhein bin gekommen, da bin ich noch nach Senkersbach rüber, da habe ich eine Braut. Wo hast du dann keine? Halt's Maul, das da ist ihr Vater. Die haben ein Stückchen Acker und eine mager Kuh. In Senkersbach sind da moin noch Franzosen abgezogen. Du kannst dir vorstellen, wie die Leute geschrien haben vor Freude. Gleich haben sie alles rausgeholt, was sie vor den Franzosen versteckt und vergraben haben. Ja, auf einmal, da kommen neue Soldaten ins Dorf, die von der Reichsarmee zur Abwechslung. Hör auf, ich weiß ja, dass deine Rippe gebrochen sind, da muss ja wehtun. Ja, und mit den Soldaten kam auch Kleve-Bust zurück. Wer? Der Reichsgraf von Kleve-Bust, dem die ganze Gegend da gehört. Der war von der Franzosen getürmt und nun war er wieder da mit seiner ganzen Meute von Hunden. Beamte, Lakaien und Büttel und Verwandte und sonstige Bajasch. Die Aristokratie kommt jetzt überall auf ihre Besitztümer zurück. Na und? Ja, und wie der Herr nun sah, was seine Bauern alles gerettet hatten, siehe, da lobete er sie sehr für ihre Schlauheit und nahm sie ihnen wieder fort. Alles. Sei sowas. Nahm sie ihnen weg? Na, was denn sonst? Denkt ihr, der hätte denen was mitgebracht? Sie wären ihm schuldig, hat er gesagt, weil sie ja doch keine Steuern und Zehnten und Abgaben gezahlt hätten, wie er fort war. Und ihr? Was habt ihr gemacht? Wie die gräfliche Knecht meine Kuh holen wollte, da bin ich mit dem Grumstock auf sie los. Und was hast du geschrien, du Hornox, du Hirnschwund hier? Von die eigenen Herren schlimmer sind wie die fremden Soldaten, habe ich geschrien. Dann wird's hier bei uns auch bald eine Revolution geben. Und ich geschrie, wie eine Stadt Paris ohne Guillotine. Und lauter feine Herren ohne Kämpfe habe ich geschrie. Ja, und das ist dem Kleve-Bust direkt auf den Nerven gegangen. 50 Stockschläge. Genau auf die Zahl. Vor alle Leute. Na klar. Und heute Abend ist eine große Fete auf der Senkersborsch. Von überall her kommen die Nobeligkeiten zum Fressen, Saufen und Tanzen. Wir haben auch lange nicht mehr getanzt. Trinken Sie, Kleve-Bust, das beruhigt. Ich verstehe gar nicht, dass Sie sich beruhigen wollen. Wir haben doch alle dasselbe erlebt. Ich sage Ihnen, Achter, wenn wir diesem Volk nicht sofort mit der äußersten Härte gegenübertreten, geht es uns genau wie dem Adel von Frankreich. Aber meine Herren, unsere Bauern sind doch keine Franzosen. Es sind Deutsche. Denen rauchen manchmal die dicken Köpfe. Aber ein Feuer kommt da noch lange nicht heraus. Im Grunde wollen die doch nichts anderes als ihre Kartoffeln, ihren Speck und eine Obrigkeit, der sie gehorchen dürfen. Bitte machen Sie bei sich in Limburg, was Sie wollen. Ich greife durch. Vater, wir sollten gemeinsam vorgehen. Würdest du vielleicht gefällig umziehen, ehe du hier hereinkommst? Ich komme aus dem Dorf. Sie haben dieses Mädchen ins Gefängnis werfen lassen, die Tochter des Bauern, der geflohen ist. Was geht das dich an? Sie hat nichts getan. Sie hat seine Flucht begünstigt. Das ist Diebstahl. Der Bauer gehört mir. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben. Die Bauern sind ihre Untertanen, aber nicht mehr ihr Eigentum. Und wenn ihr sie weiter so behandelt, Vater, dann... Scher dich, genau. Mon cher Cousin, du hast es nicht verlernt, Feste zu feiern. Ich muss mit dir tanzen. Musik, eine Écossaise. Da ist er, der Kerl. Was, du kennst ihn?
kann euch nur raten, schleunigst zu verschwinden. Ich erwarte noch Gäste, Offiziere unter Waffen. Pardon, dass ich Ihnen zu nahe trete, ohne vorgestellt zu sein. Eigentlich müssten Sie mich ja noch kennen, Klebeboost. Nein? Ich habe mich einmal auspeitschen lassen. Genau wie den Bauern heute, vor dem ganzen Dorf. Ich war damals noch in der Lehr beim Metzger, kann man es nicht nennen. Das war der Abdecker. Der Schinder. Schinder, Hannes. Ich sollte einen Gaul abholen, den Sie zu Schande geritten hatten. Es war ein kalter Winter. Ich nahm zwei alte Pferdsdecke mit. Eine für den Gaul und eine für mich aus Ihrem Stall. Ich hätte sie auch wieder zurückgebracht. Ich war ja noch dumm damals. Aber ich kam gar nicht dazu. Sie sagten, es wäre Diebstahl. Wissen Sie, Durchlaucht, so ein 14-jähriger Junge, der hat manchmal die merkwürdigsten Ideen. Ich habe mir damals gedacht, die Prügel, die will ich nicht umsonst haben. Die will ich mir ehrlich verdienen. Ja, und jetzt habe ich sie mir abverdient. Nur eins fehlt noch. Darf ich Ihnen jetzt vielleicht meine Freunde vorstellen? Da ist zum Beispiel der Benzel. Ein Steinbrecher aus dem Hunsrück. Eine schöne Gegend. Nur hat er da mal was Hässliches erlebt. In ein und derselben Nacht ist ihm seine Frau gestorben und sein Brotherr. Seine Frau vor Hunger und sein Herr, weil er sich totgefressen hat. Traurig, was? Und seitdem ist der arme Benzel nicht mehr ganz richtig im Kopf. Er bildet sich nämlich ein, dass diese Welt hier ungerecht wäre. Und er lässt sich's nicht ausreden. Das da ist der Seibert. Ja, hat's auf der Lunge, wie alle Achatschleifer. Er braucht gute Luft. Aber ich sehe, ich langweile sie. Das da interessiert sie vielleicht mehr. Da holen sich die Bauern ihr Eigentum zurück. Eigensinnige Leute, was. Aber sie dürfen es ihnen nicht übel nehmen. Denn ich habe sie geraten und das Volk hier hört auf mich. Aber ihnen möchte ich anraten, lassen Sie es dabei, sonst komme ich wieder. Und wenn Sie sich hinter der ganzen Regierung verstecke, ich treffe Sie. So, Monsieur Damm, das wär's für heute. Auf die Herren Offiziere und der Waffe können wir leider nicht mehr warten. Ja, und noch? Hey, alle. Was? Ach so. Ach, ich meint, wir sollen uns was mitnehmen? Als Souvenir an der schönen Ein guter Gedanke. Und wenn die Herrschaften uns ein wenig behilflich sind, dann geht's wie geschmiert. Musik! Musik! Aber mit Verstand, keine Plunder, nur was sich verscherbeln lässt. Gut! Seid ihr ehrlich, ich hab's euch! Der Graf in Kairur? Da ist er. Damit ich Ihnen nichts schuldig bleibe, Herr Graf. Wie viel hatten Sie mir eigentlich damals aufgebrummt? Ich habe nämlich leider nach dem 20. Hieb nicht mehr gut mitzählen können. Ach so, ja. Ihr gewohntes Maß, 50. So wie heute. Also Hans Bast, 50 Gepfefferte auf den Greiflichen. Ja, vom ganzen Dorf. Nein. Da ist doch so ein kleiner türkischer Salon. Da kann er sich hinterher gleich ein bisschen ausruhen. Aber mach die Tür zu, mit Rücksicht auf die Dame. Da guckst du ab! Sehr erschreckt. Ach, es hätte schlimmer sein können. Schlimmer? Vielleicht beim nächsten Mal. Den Heldensohn, den nehmen wir mit als Geißel. Alle, Witz übersetze. Warum denn so grimmig, Hannes? Damit du ehrlich sagen kannst, du bist gezwungen worden. Ja.
Was willst du denn hier? Ich will mit, ich bin doch deine. Schau, Ami. Bei dem Leben, das ich führe, da kann ich keine Frau nicht brauchen. Und du kannst so einen wie mich nicht brauchen. Ich bin mein Lebtag nur mit Männern gegangen, die man nicht brauchen kann. Da wird es aber Zeit, dass du was Besseres findest. Du bist mir gut genug, für mich bist du richtig. Für mich gibt's keine Richtige, darf's keine geben. Und wenn mal eine käme, dann müsste ich laufen wie der Fuchs vom Hund. Sonst fresse mich die Rabe. Was ist mit dem hier? Steinemann Hals und... Hast du noch deine Mutter? Nein. Dann pass nur gut auf deinen Vater auf. Sonst bist du bald ganz allein auf der Welt. Los! Hey, hey, alles! Du gewollt! Nehmt mich mit. Ich will nicht zurück. Ich will nicht zu meinem Vater. Was? Ich gehöre zu euch. Ihr habt den Mut, das zu tun, was unser Schiller geschrieben hat. Habt ihr nicht die Räuber gelesen? Seine Räuber? Lese, ich kann drei Kreuze schreiben, das Land. Kommt der ganz aus euch selbst, dieser Ekel vor dem tintenklecksenden Säkulum? Aus euch selbst dürstet euer Geist nach Taten und eure Atem nach Freiheit? Hans Basti flascht, der junge Herr hat Fieber. Nehmt mich mit. Euch will ich dienen, Herr Hauptmann. Bürschchen, Bürschchen. Geht die Geschäfte. Geschäfte? Haben Sie nichts anderes im Kopf, wenn Sie aus der Kirche kommen? Nun ja, man sagt halt... Los, los, in drei Stunden ist er da. Da, guck einer, die Pracht. Und wer muss es bezahlen? Sie sollte froh sein. Das Volk läuft sich die Hacke ab, um den Napoleon zu sehen. Wer hat den Profit davon? Die Schuhmacher. Hier kann er gestohlen bleiben. Der kurze Korsenkonsul. Mit so einem blau-weiß-roten Ranzen. Aber gehen Sie doch heim. Sein Besuch ist von der größten Bedeutung für Mainz. Kommerz und Gewerbe blühen auf. Schon dieses. Herr Kerl ist Atheist. Vorsicht, Leyendecker. Er ist nun mal unser Landesherr. Sie werden sehen, meine Herren. Der kleine Korse schafft Ordnung. Bald wird man wieder über Land fahren können, ohne seinen Hals zu riskieren. Ja, ja, Sie meinen das Geld. Wie wär's, meine Herren? Trinken wir ein Schöpfchen. Mit Pläsiervergnügen. Ich danke. Nicht einmal ich es an. Adje. Adje. Er hätte Protestant werden sollen. Hannes, ja, bist du verrückt worden? Was machst du in Mainz am helllichten Tag? Geschäfte mit Bruder Leyendecker. Die ganze Stadt wimmelt davon, Gendarmen und Geheimpolizei. Wie bist du überhaupt reingekommen? Von Wunder wie immer. Außerdem kann mich jeder sehen. Ich bin Jakob Ofeloch, ein Händler aus Hessen-Nassau. Komm, trinke Glas, Hannes, und dann mach dich fort. Mach dich fort, Hannes, ehe sie dich fassen. Ich hab gesagt, ich hab Geschäfte mit dir. Du wirst staunen. Schon alles unter dem Bachkanal. Nein, Hannes. Ich kaufe nichts Heißes mehr. Es ist zu gefährlich worden. Die Zeit hat sich gedreht. Und ich bin ja kein Selbstmörder.
Wer hat's denn angefangen, das Spielchen? Ich dachte, du. Und jetzt werde ich sagen, wenn's aus ist. Du willst mir drohen? Ich drohe da nicht, Bruder. Ich mach dich reich. Gefährlich war es immer. Aber von dir habe ich gelernt, wie der Fuchs seine Spur verwischt. Komm. Guck dir die Sora an. Hey, Karl! Auf! Alles auf! Das sind nur die krumme Beine vom Benzel, der steht Schmiere. Hey, der Bub klaut! Der Ring ist mein. Ach, das ist dasselbe Wappe. Der Ring gehört zur Sore. Ja, halt den Karl. Hab ich ihm geschenkt. Nobler Hund. Also wie viel? 2000. Für den ganzen Kram? So rasch will ich die wieder nicht reich machen. Ja, und ich hab Unkosten. Ja, und ich halte den Kopf, wie du musst teilen. Wir sind ein Haufen Leute. Was, du bist doch nicht mal mit deiner ganzen Bande hier in Mainz? Ja, warum denn nicht? Also gut, 2,5. Aber du musst mir versprechen, so schnell wie möglich raus aus Mainz. Allesamt. Sobald ich die 3000 hab. Sobald du es bist. Treib niemals Handel mit deinem besten Freund. Lest immer Geld drauf. Was ist das? Das neue Geld. Aus Papier? Assignade. Aber die Franzose hier eingeführt. Rheinische Gulde. Aber in Paris gestempelt und signiert. Du alter Ganne, fällst darauf herein? Ja, Reinhold, Geld darf nicht knistern. Geld muss klingen. Los, mach Musik. Der fürstliche Räuberhauptmann Zinnerhannes frisch nach der Natur gestochen. Hochsensationell, mit haarsträubender Beschreibung von seiner letzten Dreistigkeit, dem tollkühnen Überfall auf Schloss Senkersbach. Einmalig in der rheinländischen Kriminalität. Hier werden die schauerliche und pikante Einzelheiten enthüllt. Graf Cleverpost nach heldenmütigem Widerstand schwer verwundet, nämlich hinterrum. Der Sohn des Grafen entführt und im Rhein ersäuft. Sehen Sie, danke der Herr. Sehen Sie sich der wilde Vollbart an, meine Dame, und Sie werden es verstehen. Nein, Sie kriegen keins, Fräulein. Sie sind im siebten Monat, Sie vergucken sich bloß. Kommen Sie ran, meine Herrschaft. Die Polizei ist sowas erlaubt, Ringel. Man muss nur sich schämen. Kreuzer. Kommen Sie ran, meine Herrschaft. Wie Sie wollen, Dutzend fürs adlige Sagen Dame. Sagen der Herr, ganz recht. Napoleon dazu nehmen. Auf dem bleibe ich nämlich sitzen. Danke, der Herr. Der fürchterliche Räuberhauptmann Schinnahannes frisch nach der Natur geschoben. Das sind unsere Leute zusammen, eine Stunde bei den Pferden. Aber nicht dann. Dann mach mal Rechnung fertig, muss er weiter. Hey, Herr Uflo, wo soll ich ihm Napoleon sagen, wenn er nach Ihnen fragt? Sag ihm, wir können mich alle unter den nicht am Ärmel kratzen. Das Lied vom Schinnahannes mit neuer Strophe. Im Schnepperwasserforste, da geht der Teufel rund um der halbe Wasserforste und bringt die armen Kaufleute um. Das ist in der Hannes, der Lump und der alte Trick, der Schlecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Im Sonnenwald, im Sonnenwald steht eine dunkle Dann, darunter liegt begraben bald ein braver Wandersmann. Im Senkwacher Schlosse, da geht der Teufel rum, da kommt er hoch zur Rosse und legt die Arme weit, weit um. Das ist in der Hannes, der Lump und der Galle Strick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück.
denn das Mädchen? Das Julchen? Freilich kennen wir die. Die drei sind oft bei uns im Hunsrück, glaube ich. Ihr seid aus dem Hunsrück? Ja. Ja. Ist euch vielleicht der alte Kaspar Bückler bekannt? Von der Wiesmühl bei Wickenholz. Der Rab ist ja aus dem Fischbachtal. Der Kasper, das ist doch der Vater vom Schiener Hannes. Ach. Komm als Haussuchung vor. Ach. Ja, aber rette so nicht davon. Hey, danke schön. Du bist auch kein richtiger Gramhändler. Warum glaubst du denn das? Du hast nichts Händlermäßiges um die Augen. Komm, trink einen Schluck. Der riecht gut. Der geht einem das Herz auf. Wenn es nicht schon offen ist. Dankeschön. Das ist der Schindernis, der Lumpen und der Galgenstrick. Ja, so geht's. Gefällt dir das? Das gefällt mir, was du singst. Mir gefällt's nicht. Ich singe überhaupt nicht mehr lang. Dankeschön. Immer für die anderen Leute aufmachen, es passt mir nicht. Was willst du sonst anfangen? Ich weiß nicht, vielleicht durch heirate. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Du hast nichts Heiratsmäßiges um die Augen. Ich glaube, wir können uns zu viel um die Augen. Ne? Julchen, bring endlich die Teller her, dass ich mir einen Wein kaufen kann. Gleich komm ich. Dann kommst du wieder und trinkst ein Glas Wein mit mir. Vielleicht? Gewiss. Du weißt ja genau. Die hat ein Hälschen wie süße Rahm. Schönes Mädchen. Ja, geht wie ein Gendarm Adam, der will sie heiraten. Voll Teufel. Was hast du? Da war ein Mick im Wein. Was ist denn das für ein Gendarm? Hey, unserer, der von Wiggeroth. Der Seukop hat uns doch hierher gebracht. Scharf geladene Gewehr. Ja, der hat halt Missel, genau wie mir. Rotkopf aus Hanescheid, die anderen da und Adam. Wir mussten doch das ganze Hartgeld im Hunsrück einsammeln. Und heute haben wir sie abgeliefert. Ja? Hier, guck. Und das haben wir dafür gekriegt, die Fetze da. Papiergeld aus Paris. Ja, die Tippelsche ist es wert von dem, was drauf steht. Und all das gute Hartgeld, wo habt ihr das abgeliefert? Ach, ich pack meine Frau und meine Kinder zusammen und mach nach Amerika. Ich sag's euch. Wenn ich wüsste, wo der ist, zu dem ging ich hin. Da hat der Sündezettel so lang wieder rein. Und doch ist er der einzige Mensch im Land, dem man noch trauen kann. Rein nicht so. Also den ganzen Hunsrück, sagt ihr? Wo habt ihr es denn hingebracht, euer Geld? Pardon, Herr Nachbar, kennen wir uns nicht woher? Nicht, dass ihr wisst. Ich meine, ich hätte ihr Auge schon wo gesehen. Ich glaube, es war im Rechtsrheinischen drüben. Ich bin ein Handelsmann, ich komme viel herum. Also, wo habt ihr es hingebracht? In Holzturm, wo es Kitsch ist und die Dorbach. In den Keller vom Holzturm? Na, die haben es gleich oben in die Wachstube geschmissen, als ob es Hexel wäre. Die haben doch nichts im Kopf als ihr Napoleon. Das ist meine Schwester Margaret. Vom kleinen Opferloch habe ich schon erzählen hören. Der hat sieben Bräute, sagt man. Die gefallen mir alle nicht mehr. Die wollen alle schon Dame heiraten. Das haben dir die Bauern gesteckt. Ich hab's dir doch angerochen, dass du als Dame Braut bist. Komm, setz dich. Er interessiert sich für mich, aber ist noch nichts fest. Da will ich es aber schnell festmachen, damit nichts dazwischen kommt. Und du? Du hast noch keinen, was? Ich mag auch keinen. Die sind mir allzu schlecht. Oh, no. Du musst ja zu mir kommen. Da bringe ich dich in ein Kloster. Das wird ein schönes Kloster sein, wo der Teufel die Beicht hört. Ist das? Der Schwester traut mir nichts Gutes zu. Du führst auch schlecht geredet. Vorhin hast du mir besser gefallen. Du mir auch. Ohne Gendarm. Hannes, treib die Kühne aus. Da hängt die Gewitter am Himmel. Du, ich denke, du heißt Jakob. Ja, ich heiße nicht Opferloch. Da,
Ich schenke dir was. Zum ewigen Andenken. Der Fettarsch hat dich erkannt. Der Hut ist ja da, aber sitzt doch so lang. Alles sitzen bleiben, keiner rührt sich. Wir haben scharf geladen. Du, was ist denn, Adam? Wen wollt ihr hier fangen? Der Schinderhannes, der Bückler Johann selber. Der Herr da hat ihn erkannt. Hier war keiner drin, den ich nicht kenne. Jakob Ofeloch nennt er sich. Also kommen Sie doch, Herr Ebelsheimer, und zeichnen Sie uns. Wie geht das? Unser Geld? Der Helle Furcht hat unser Papiergeld gestohlen! Der Herr Ofeloch, der ist krank vorne aus, bevor ihr nein seid. Weißt du das sicher? Ich hab's gesehen. Wit, alle nachher! 100 Gulden Belohnung, wer ihn fasst! Das war er! Du, das war er! Und hat gar kein Bart gehabt. Alles beisammen? Oui, mon Kapitän, aber ein bisschen illuminé. Halt's Maul. Leute, es gibt etwas zu tun. Was ist? Ich denke, wir machen wieder rüber, wieder rein. Jetzt, wo der Napoleon kommt? Wo soll denn das heißen? Ich soll heute Nacht um 12 bei der Fähre sein. Du? Du hast doch der Adam. Wieder! Das ist Karl. Weiter? Wie heißt er denn Inde? Sagt er nicht gern. Sein Vater hat nicht gut getan. Dafür kann doch der Bub nichts. Ich hab's gewusst. Was? Dass du mich gemeint hast. Ja. Da bin ich jetzt. Ja. Das ist meine Schwester. Die singt.
Willst du bei mir bleiben? Ja. Wir gehen in den Hund zurück, Marie. Kommst du mit? Wenn du willst. Ah, nein, nein, lass es. Hm. Warum? Das ist gut, wenn man es weiß. Hm. Eine Zigeunerin hat mir es gezeigt. Da steht alles drin in der Hand Ihnen. Hm. Braucht niemand zu wissen, was da drin steht. Du, was ist denn? Nix ist. Die Leute sagen, ihr müsst das Schafott. Aber ich glaub's nicht. Ist das so schlecht, was du treibst? Hm. Davon verstehe ich nichts. Das wissen die, wo die Gesetze machen. Ich glaube, die irren sich manchmal. Meinetwegen. Ich hab sie nie gefragt und werd sie nie fragen. Du. Hm? Wie ich dich das erste Mal gesehen habe, da habe ich mir gedacht, der hat's knüppelt hinter die Ohren. Hm. Der löst wie ein Bürstebinder. Aber ich müsste ihm doch glauben. Und was glaubst du jetzt? Jetzt weiß ich's ja. Was? Dass ich lüge wie ein Bürstebinder? Na, wie zwei Bürste wieder und ein Viehhändler dazu. Aber ich glaube doch, was auch die Leute sagen. Danke, Mittaglaufen. Mein Vater. Lass ihn schlafen. Lass ihn doch. Ist er noch so früh? Setz dich, Julche. Du siehst mir das Blut durch die Hand laufen. Ah, guten Morgen. Kasper, Kasper, steh auf. Beisana, Beisana. Kannst du nicht zählen? Da sind zwei. Heulelump, ist der noch frech?
nichts wie Unzug treiben. Am hellen Tag in die fremde Hefe, wo man keine Erlaubnis hat. Da kein Schamgefühl. Aber Vater, sei doch nicht so grimmig. Der Hannes ist da. Der Hannes. Der Vater sieht nicht mehr so richtig. Da hat er sich ihr Kind genommen aus dem Kreuznacher Spinnhaus. Hannes. Bist du wirklich da? Da, hier! Ja, toll, der Hannes. Ja. Und was ist das Jutsche? Mein Weib? Schön ist sie. Das muss auch so sein bei einem rechten Weib. Das freut mich, dass du zufrieden bist. Gute Kätzchen, komm heraus. Musst in die Wirtschaft laufen, Schnaps und Tabakkohle. Was ist denn, Kätzchen? Hast du Angst? Nee. Aber ich fürchte mich. Die Kinder hierzulande glauben, er hält's mit dem Teufel. Du, das ist nicht wahr. Oh, Julche. Du weißt doch am besten, mit wem ich's hab. Genug geputzt. Komm, Julche, Kaffee kochen. Ich komm gleich nach. Komm schon. Da sind die anderen. Wartet. Mach gleich weiter nach Winkenroth, da gibt's was zu essen. Du, Karl, lauf voraus zum Bauern Raab, der soll die Leute zusammentrommeln, die das Geld abgeben haben. Und auch die von den anderen Dörfern, hier ist die List. Bleib, Karl. Was? Warum soll er denn bleiben? Karl, du gehst. Warte, ich komm mit. Hannes, die Männer machen ihn mit. Sie sagen, du kannst dein Geld verschenken, wenn du willst, aber sie wollen ihr Teil behalten. So. Ich sage euch, da steckt bestimmt das Mensch dahinter. Ja, freilich, die hat sich ja lange genug auf alle Landstraße rumgetrieben. Jetzt soll er der Hannes warm Stub kaufen und einen Betstuhl in den Cash, dem Mensch. Das Geld gehört nicht uns, das gehört den Bauern. Ich hab's euch gesagt, der ihr es abgeholt habt. Und ihr wart einverstanden. Wir haben's uns eben anders überlegt. Wir waren bis auf den Illuminé. Wer nicht will, kann gehen. Kerle, die ihr Wort nicht halten, finde ich an jedem Eckstein. Wo der Hund pisst! Hannes, wir verstehen dich nicht. Das ist er, nur das. Weil ihr nichts im Kopf habt! Glaubt ihr, die werden die Hände in die Sechsecke, die in Mainz? Nach dem, was mir angestellt habe in den letzten 8 Tagen. Da geht die Treibjagd los! Was nützt euch das Geld, wenn ihr baumelt? Ja, klotzt nicht so blöd! Ja, du, Husare Philipp! Wir brauchen sichere Höfe, Proviant und Leute, die's Maul halten, compris? Wenn wir den Bauern im Hunsrück helfen, dann helfen die uns. Und deshalb kriegen die ihr gutes Geld zurück. Wie ist dieser Vater bist. Wer bist du? Julche? Geht nein und arretiert den Alter und wer sonst noch drin ist. Du Julche, was tust du denn hier? Ich suche ihre Stelle. In der Altmühle, die nicht mehr malt? Ich hab gehört, hier wäre was frei. Ich wollte gerade neige und frage. Ich hab's nicht mehr ausgehalten beim Trommelvater. Nichts wie Vorwurf, dass wir keine reiche Herren bringen. Und da läufst du einfach fort bei Nacht und Nebel, statt erst einmal einen Freund zu fragen? Du, was ist denn das mit dir, Julsche? Warum guckst du mich nicht an? Hast du mich nicht mehr gern? Eigentlich nicht. Adam, geh fort. Wenn du mich gern hast, dann pack deine Leute zusammen und geht fort. Ich komm nach ins Dorf nur und sag da alles. Was willst du mir sagen? Jetzt gleich will ich's wissen. Ich hab jetzt keine Zeit mit. Du kommst jetzt mit mir. Ich sorge für dich. Julsche, ich tu alles für dich. Julsche, ich kann dich auch zwingen. Du zwingst mich nicht! Tu nicht uns keiner! Wo bist du denn, Johannes? Ich wollte gerade Kaffee trinken. Ich sehe gar nicht.
Jujubo, wo bist du denn? Der Vater bin ich. Der kennt dich? Der Vater vom schlimmsten Gewaltverbrecher im ganzen Land? Da heißt immer, er schöpft nur die reichen Leute. Ja, gepiffe, den armen Hunsrücker Bauern hat ihr ganz Geld gestohlen. Gestern in Mainz. Der alte Mann kann ja so nicht machen. Licht im Gefangenen Handschelle an. Du Schinder! Handschelle, sag ich. Jesu Zuversicht, ich hab sieben Kinder. Hannes, die wollen mich in Eisen legen. Die Hundsvetter. Ist das dein Gendarm? Sag keine Bleisoldate. Die sollen ja Kanönchen abgeben. Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Für mich ist aus. Lass den Kopf nicht hängen. Du kriegst schon wieder ein Pistol. Und der Braut auch. Julche, komm mit mir. Der da, das ist dein Tod und Untergang. Soll ich ihm mit seiner eigenen Pistole ein paar neue Öffnungen bohren, damit er mehr Durchzug hat, der Butzelimmel? Na, lauft, ihr Helden! Halt! Der zweite von links hat falsche Tritt. Schau, da kriegen die Bauern ihr Geld zurück. Die freuen sich wie die Kinder. Die haben es verdient. Die sollen nur Lärm machen. Der Napoleon hört sie ja nicht. Und wir zwei, wir haben unseren stillen Winkel. Was läutet dann außer der Zeit und mit beide Glocken? Er macht doch gar Fetz. Der Gang zu uns zurück soll, wie sie was geschlagen hat. Militär, Unsinn, das ist Sache der Gendarmerie. Es handelt sich eben nicht mehr um eine einfache Räuberbande. Dieser Schwerverbrecher hat es verstanden, durch Zwang oder Überredung die ganze Bevölkerung des Hunsrücks hinter sich zu bringen. Er hat die Gendarmerie vertrieben und eine Art von Armee aufgestellt. Eine Armee aus Räubern, Landstreichern und rebellierenden Bauern. Und damit regiert er. Die Leute jubeln ihm zu. Keiner zahlt mehr Steuern. Keiner braucht mehr Soldat werden. Einer ist so viel wert wie der andere. In hochverräterischer Vermessenheit zieht er die erhabene Idee der großen französischen Republik in den Kot, indem er sie zum Grundsatz seiner Rebellion macht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Krieg der Paläste, Friede der Mitte. Aufruhr! Das ist schlimmer als kriminell, das ist politisch. Da muss ein Regiment Soldaten hin. Regiment Soldaten gegen eine Handvoll Strauchdiebe? Och, wir machen uns ja lächerlich. Wie konnte es sich denn nur so weit kommen lassen, Herr Polizeidirektor? Ich hab getan, was in meine Kräfte stand. Je fais tout ce qui actuellement, Monsieur. Vraiment. Wenn wir diesen Schinderhannes an der Spitze unserer Polizei hätten, ich sag Ihnen, sie hätte hier kein Freistaat gründen können. Von Gribbelschied kommen auch. Da haben wir die Ware beim Schmiedejockel getroffen. Na und? Die sind jetzt schon so. Wo ist dein Hannes? Jetzt, pass mal auf. Ich soll meine, wer mit dem Jutsche geht, da könnten die mal Hammer heben. Ja, wem übernimmt der Jutsche, das sagen doch die Leute. Maul halte alle zwei, komm tanze. Nix da, roter Fink, heute wird nicht geschossen. Wir kommen ja ganz aus der Übung, Hauptmann. Das könnte ja so passen, du Filou, der arme Mann da ruiniere. Lass doch die Bauern schießen, die treffen wenigstens nix. Und los! Ja. Na, Kasper, bist du stolz auf deinen großen Sohn?
wichtig, dass man Heid noch zum Grafen vom Hunsrück ausrufen lässt. Mein Sohn, der kann auf mich stolz sein. Ich habe ihn ja in die Welt gesetzt. So, vielleicht hat er da ein richtiger Grafe ein bisschen dabei geholfen. Halt dein Schandmaul, du Strauchdief! Du sprichst mit dem Vater vom Schillerl! Einmal wird doch noch mal fragen dafür. Seit Jahr und Tag haben wir nicht so einen glücklichen Kirmestag gefeiert. Was? Los! Das können wir all dem Hannes verdanken. Ja. Uns Leben, uns Leben. Im Gehstein, ich mach dir noch eins dazu. Komm her. Komm her. Fetze. Steck den Kerl in den Keller und bring mir den Schlüssel. Na, wird's bald? Wollen wir jetzt anfangen und uns gegenseitig einsperren? Dann ihr. Ja, lass mich los! Was ist das für eine Zeit, wo die Gesetzloser das Gesetz aufrichten? Los, spiel doch weiter. Es ist uns nichts passiert. Komm, Julchen, mach dir nichts daraus, mir tanze. Wo ist denn der Karl? Lass mir die anderen nach Bernkastel, ein Fass Wein hole. Die sollte längst Retour sein. Hannes hat gesagt, wir sollen den Wein kaufen und nicht stehen. Er hat uns Geld mitgegeben. Maul! Seht ihr jemanden? Wie ausgestorben, Pate Persson? Ist ja klar, die heilige Brüder arbeiten im Weinberg. Das sind ja fleißige Leute. Das wäre bitte schön große Sünde zu stören. Müssen uns bedienen selber, ob wollen oder nicht. Ich lass das nicht zu. Ich hab das Kommando von Hannes. Du hältst Maul, du Grasaffe. Los rein. Vor dir. Ehe du mich gekannt hast, das gibt's doch gar nicht. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal eine gern hab, richtig lieb, das bringt mich um. Vielleicht tue ich's auch noch. Der kommt für mich auch, Philipp. Na, endlich. Wahrscheinlich besoffen. Wo ist mein Wein? Bitte schön, Wein. Ja, so, Wein. Wo sind denn die anderen? Das ist sich eine komische Geschichte, erzähle ich später. Wo die anderen sind, will ich wissen. Ist ich fährt müde, muss schlafen. Ich auch. Raus mit der Sprache, du Lumpengesicht! Sitzen jetzt alle. Sitzen im Prison. Haben gewollt, stehlen Wein aus Keller. Hab ich gesagt, nein, aber nein, Bande, verdummt. Wo sitzen die? Heißt sich Bernkastel. Scheißstadt. Wenn die Bernkastel dahinter kommen, werde ich sehen, dann. Das kommt davon. Was muss da von beste Weise auf wie der Erzbischof Köln? Halt's Maul. Er hat doch den Wein spendieren wollen. Na los, die Pistole, wir hauen sie raus. Was gibt's jetzt zu überlegen? Halt das Maul halten, habe ich gesagt. Der Karl ist dabei, Hannes, der Karl. Ja, der Karl. Trägt er noch den Ring mit der Wappe? Ja, immer. Das ist wie ein Steckbrief, das Ding. Wenn die das seinem Vater schicke, Herr, jedem Vater. Rasch, hol mal Pferd, aber eins, das laufen kann. Wo ist der Mantel, der Gute aus Senkers? Im Schrank drüben, beim Bäumchen wird. Was hat er am Kopf? Ich weiß nicht. Hast du nie Angst? Und der Hannes? Ja. Dem Hannes passiert nichts.
Attention, ihr Lümmel! Hey, wo ist euer Abt? Der hat hohe Besuch. Ich kann nicht warten, melde Sie mich. Sehr wohl, euer Gnaden. Wie ist der Name? Reichsgraf Klevebost. Beliebt. Danke. Bonjour, Messieurs. Da ist er. Schön der Hand. Wir haben ihn. Ja, Sie haben Glück gehabt und er Courage. Wie vernünftig durchlaucht, dass Sie mich gleich in meinen salamiert haben und den erst untergeordneten Organe. Wie klug gehabt, dass Sie den Ring des jungen Herrn sofort schließen krumm, dass er sich nicht rühren kann. Und was geschieht mit ihm? Ihn möchte ich am liebsten der väterlichen Obhut unterstellen. Bedank dich für die Großmut. Großmut? Es ist wohl politisch klüger, wenn die Öffentlichkeit nicht erfährt, dass ein Aristokrat bei der Bande war. Wachmeister! Schaff ihn nach meinen Soldaten nach ohne aufzunehmen. Den da schließ auf. Nein, überlassen Sie das mir. Und dem Couillon wird diese Schande eine Lehre sein. Allein? Jawohl, Herr Hauptmann. Wo sind deine Handschelle? Die trägt der Herr Papa. Bürschchen, Bürschchen. Das zieht sehr. Los zum alten Spielejockel! Die Kante zum Andenken als Uhr getragen. Erst was zu trinken.
Läufi, ich auch, ich auch. Ihr Weinräuber seid noch nieder der Reihe. Erste Danke sage. Dankeschön. Nicht mir. Dem da. Merci. Das ist ja mein Bernkastler, den das Lumpenback da holen sollt. Davon habe ich die ganze Keller voll. Wenn ich das gewusst hätte, das hätte uns viel erspart. Hauptmann! Hannes! Julchen! Was ist denn, wir lachen ja schon wieder. Du hast Pfanne. Und bin wieder frei. An einem Pfade hat's keine... An einem Pfade hänge ich gern, solange es kein Strick ist. Da Schmeck, der hat unser Wein im Keller. Komm, da bleiben wir jetzt, bis das Fass leer ist. Hannes, wir sind auch noch da. Ist die Bruder groß? Dankeschön. Er schläft noch. Ja, das wird er sich wohl verdient haben. Kannst du ja schon anfangen. Schon wach? Bei dem Schmiedelern? Hör doch, das klingt wie eine tote Glocke. So friedlich. Komm, iss was. Ich hab keinen Hunger. Was ist denn, was hast denn? Was starrst du in den Nebel? Warte ein Stündchen, dann steigt er. Ich musste was sagen. Hm? Ich bleib nicht mehr länger im Hunsrück. Was? Nix wie Bauernköpfe und Bandite. Da bin ich ganz was anderes gewöhnt. Ganz ein anderes Leben. Früher hast du gesagt, das hat dir nicht gefallen, dein Leben. Was man so redet. Das hat dir also doch gefallen. Besser als das hier, ja. Ich würde mir nichts anderes wünschen. Solange du dabei bist. Hannes, es ist nicht wahr, was ich sag. Ich wünsch mir auch nichts anderes, aber ich hab Angst. Angst um dich. Angst? Ich hab doch auch geglaubt, was alle Leute glauben, dass da nichts passieren könnte. Dass du die Kette abfallen und kein Kuchen kann sich treffen. Außer sie wie aus Silber und am Grün Donnerstag noch zum Kirchhof passen. Ich hab's geglaubt. Oh, jetzt weiß ich es besser. Jetzt fürchte ich mich. Jetzt möchte ich kein Tag mehr länger hier bleiben. Wo möchtest du denn hin mit mir? Ganz egal, bloß weit, weit fort von hier, wo dich keiner kennt. Bei den Indianern oder bei den Eskimos. So weit müsste es ja gar nicht sein. Willst du mitgehen? Ja, manchmal denke ich, ich möchte bei die Schiffe gehen. Das erlebe. Der Rhein runter, der Mosel auf, nach Frankreich, nach Holland, ans Meer. Komm, Hannes, wir laufen zum Rhein. Da gibt's Boot und Kähn genug. Und wenn du als Fährmann schaffen musst und ich die Wäsche wasche, es wird doch ein Anfang und du wirst frei. Hm? Umgucken könnte man sich ja mal. Jawohl! Sie rücken hierher! Die ganze Bataillon muss das sein, aber wenn er nicht mehr sind. Und
Johannes ist nicht da. Mhm. Der hat Wind bekommen zur rechten Zeit und hat sich linkshändig über den Berg gemacht mit seinem Julche. Oh, hey. Dir soll die Zunge verfaulen in deinem kranken Rache. Ich sagte, den haben wir gesehen. Der hat sein Schäfchen ins Trockene geworfen. Der hat mehr Geld als wir wissen. Drauf in Holland lässt sich sauber leben, weit vom Schuss, und wir können die Käppi halten. Meldet mal, du Stinkbock! Ja, ach gut, pfeife ich mal eins. Und wenn sie kommen mit der ganzen Miliz und mehr Kanone wie Leute, solange hier nicht verraten wird, krieg ich keinen Teufel, der Hannes zu fassen. Wer redet hier von Verrate? Wenn der Schinderhannes im Hunsrück gehetzt wird, hat jeder Zwiebelkaffer ein Schlupfloch für ihn. Aber was hilft es uns? Uns graben das Wasser ab, bis man verdöscht verrecke. Mach doch einmal das Maul auf, Schauwecker. Und ist der Heilige Geist ausgegangen? Was nutzt das Rede, wenn der Hannes nicht da ist? Noch keine Marette, noch brennt's Haus nicht. Meins brennt. Bei mir sind die Soldaten schon gewesen. Sie haben die Kette gefunden, die ich dem Hannes abgehämmert habe. Da haben sie Feuer gelegt. Aber was machen wir denn jetzt, Raab? Da weiß denn keiner, der Raab? Der Hannes fehlt. Lasset uns beten. Herr, der du uns Ärmsten der Arm mit Wasser und Feuer wiedergetauft hast. Herr, der du Ärmsten uns Arm mit Feuer und Wasser wiedergetauft hast. Lass uns das Haupt hochheben gegen alle Verfolgung der Widersacher. Lass uns das Haupt hochheben gegen alle Verfolgung der Widersacher. Und nicht ablasse von unser Glaub und Recht. Und nicht ablasse von unser Glaub und Recht. Hannes! Hannes, hier sind wir. Wir warten auf dich. Leyendecker. Was willst du denn hier? Hannes, hier. Hier 100 Gulden. Und Adresse von größeren Leuten. Der Rhein fließt nach Holland. Und jetzt nicht wie fort, alle zwei, alle hopp. Du, Hannes, los. Hör auf, tu's. Es ist aus, Hannes. Ja, es ist aus mit den Kaufleuten, Plünder und den Pferdestählen. Ich weiß schon lang, aber ich bin wach geworden. Halt dich raus aus der Politik, Hannes. Dazu gehören größere Gaun als wie du. Da, Hannes. Hopp. Hannes, ich muss dir was sagen. Ist er errechnet. Eine gute Morgen. So früh schon im Wirtshaus? Oder seid ihr noch von gestern da? Junge, komm mal rein hier ans Feuer. Komm, zieh den Rock aus. Quatsch dir alles von es. Seid ihr recht lebhaft, Hines. Das muss ich schon sagen. Zieh du auch die Stiefel aus, Julche. Warte, ich helf dir. So. Na, Rotkopf. Habt ihr den Mistbuddel schon aufs Feld gefahren? Hannes, der will dir was melden. Ja, ich hab schon gehört. Aha. Frau, was ist denn mit dir? Du siehst ja aus wie... wie du schissene Äppelbrei. Hannes, die Soldaten sind im Anmarsch. Der Soldat, der kommen. Ja, ich weiß. Das dritte Regiment zu Fuß. Die ganze Mainzer Knüppelgard. Aber kommen wegen uns. Sie kommen wegen uns, Hannes, wegen uns allen. Ja, ich weiß. Ich bin mit der Offiziere gesprochen. Mich kennt ja keiner ohne Bart. Na, was haben Sie gesagt? Zuerst müssen mal die Banditen weg, hat einer gesagt, das sind wir. Dann kann man die harte Bauernköpfe schon weichkloppen, hat einander gesagt, das seid ihr. Die Hälfte muss Soldat werden, damit die andere Hälfte nicht auf dumme Gedanken kommt. Soldaten werden? Na, hier bin ich bei meinem Siebertaler in der Sacktuch und mache über den Rhein rüber. Mit allen meinen Leuten. Ja. Sich drüber der Preußer, der Österreicher schnappt, nicht erst recht in die Uniform steckt. Hätt man nur gerade Kinder in die giftig helle Bett gesetzt. Wenn's nicht haben, den hängen's nicht. Der Hunsrück hat dicke Wälder. Oder wir machen den Odenwald. Bloß, dass man den Kopf aus der Schlinge hat. Jetzt lass doch mal der Hannes retten. Was hier steckt, die Dritter? Das müssen jetzt schon noch eine Schlucht sein. Ich höre sie mal schwer. Hans Basta. Wie viele Gewehre sind beisammen? Alles! Alles!
Julsche, warum bist du denn so still? Lass mich hinaufgehen. Ich bin müde. Erst muss ich wissen, was du denkst. Das ist zu spät. Du machst dir doch, was du machen willst. Weil ich's machen muss! Was schreist du denn so, wenn du recht hast? Meine Sache ist sauber. Ich hab nichts getan, was ich nicht wieder tät. An meiner Hand klebt kein Blut. Heute nicht, aber morgen. 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 Hannes, es geht nicht gut. Das geht nicht ab ohne Mord. Das ist kein Mord. Das ist Totschlag. Das schadet nichts im offenen Kampf. Die fangen ja an. Warum kommen sie denn her? Was du jetzt anfängst, das ist Bürgerkrieg. Und es gibt nichts, was schlimmer wäre. Und du musst ihn verlieren. Du kannst dir doch ein Regiment nicht aufhalten mit einer Handvoll Hunsrücke. Schweig, das ist Männersach. Und die Männer halten zu mir. Die sind ja alle besoffen, wenn du sie bloß anguckst. Die springen ab von der Rheinbrücke, wenn du bloß mit dem Finger winkst. Du willst mich ja bloß klein machen. Du traust mir nichts zu. Hannes, ist es jetzt ein Jahr, dass ich bei dir bin? Und so reut mich davon kein Tag. Und ich will der Folge, wohin es auch geht. Du sollst kein Laut hören, wenn es hart kommt. Ich habe auch gestern nichts gesagt, wie du wieder umgedreht bist am Rhein, als ich über die Schiffer fragen wollte. Bloß jetzt! Hannes, glaub doch, was ich jetzt sehe. Du hebst aus der falschen Schulter alles. Du musst in die Knie brechen. Ich spür's doch. Ich spür's doch. Ich muss es ja spüren. Weibergeheul. Scheiß Angstverfluchte. Geh hinauf in deine Kammer. Du jagst mich jetzt weg wie ein Hund. Lass mich los. Krieg. Ich will dich nicht mehr sehen. Pack unser Zeug zusammen. Ihr wisst alle, worum es geht. Ich brauche nichts mehr zu sagen. Die Losung heißt Himmelhund! Himmelhund! Ich kann nicht weiter. Da ist. Komm, gib her. Das ist der Reichsarmee. Was wollen die denn hier? Die dürfen hier doch gar nicht sein. Gegen der Hannes, da halten sie alle zusammen. Wir müssen zurück. Ich mach nichts. Ich habe alles versucht. Er ist blind und taub. Komm. Du hast ihn nicht lieb. Du denkst nur an dich. Nicht an mich. Ans Kind. Du kriegst ein Kind, Julie. Die Leute können nicht noch mal stürmen, Herr Oberst. Der Hang ist viel zu steil. Wenn wir heute nicht mehr aufkommen, kann ich da Abschied nehmen. Ich schlage vor, wir bivakieren hier und greife in der ersten Früh wieder an. Wir können hier nicht bivakieren. Die Bauern kennen jeden Baum und Strauch. Die scharen uns nachts mit den Dreistählen tot. Los, angreifen!
machen, Retret? Tritt dir nach! Red Deutsch, retour! Das konnte ich nicht wissen. Was ist das? Sammle die Bauern und führe sie in den Wald. Ich halte sie auf, solange ich kann. Offiziere, die brennen ja sonst das ganze Dorf nieder. Sage sie, ich wäre an allem schuld. Ich hätte die Bauern gezwungen. Hannes, komm! Bin ich gebeugt im Herzen und Knie vor dein allerheiliges Antlitz. Der Rudi Fink, der Schnellenpeter und... Und der. Der Schirm. Weiter. Sind Sie fort? Ich wäre kein Soldat. Hier jage ich mir selber die Hand ab.
So, ihr lebt noch? Leben? Und der Hannes? Er kommt nur, wenn es dir recht ist, hat er gesagt. Wir seit 7 Tagen. Nix erhehlen. Nix im Bauch. Gebe, darf ich euch nix. Das wäre gegen das Gesetz. Aber da im Schrank, da ist was drin. Gegen Mundraub gibt's keine Sicherheit. Deine Hand, Schauwecker. Die ist voll Ware, Schmier. Benzel, ihr? Schmied, nichts gesagt. Ich glaube, der hat sich bei den Soldaten anwerben lassen. Was? Pfui, Deibel, dann soll er im Stehen verreiten, der Sauen. Im Schlamm stehen. Recht hat er, der Benzel. Von mir aus soll es jeder so machen. Jeder von euch. Na, Soldat werde. Es gibt keinen anderen Ausweg. Seit 3 Monaten lasst ihr euch mit mir herumhetzen wie die heulige Wölf. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Und was suchst du noch hier? Links. Sollen wir noch umlegen? Du, komm her. Allein. Ich will nur eins von dir. Das Julsche. Ich weiß nicht, wo sie ist. Lüg nicht, der Hund! Wenn ich's wüsste, wäre ich längst nicht mehr da. Die hat gesehen, wie es kommt. Wenn die einmal fortgeht, dann kommt sie nicht mehr wieder. Dann sind mir 2 Quid miteinander. Und das da? Das ist mir zu dreckig. Aber wenn ich mein Pferd hole, dann müsst ihr verschwunden sein. Macht euch in die Schluchten auf, da ist die Luft besser. Mhm. Halt! Du hast falsche Tritt, Hauptmann. Schau her, Hannes, wer da ist. Der Benzel. Der hat schon deinen Speck gefressen. Ich dachte, du bist bei der Soldaten. Ich? Na, ich dachte. Ich hab euch verloren. Da, in der Nacht, wo uns die Patrouille gejagt hat. Ja. Und wie gut, dass ich euch verloren hab. Denn dadurch habe ich jemanden gefunden. Na, was sollst du da? Der kleine Benzel hat jemanden gefunden, den der große Hannes sucht. Du hast sie gefunden? Ich hab sie gefunden, jawohl. Ja, wo? Da oben, am Berg, eine halbe Stunde von hier, wo sie wieder Buckel zur Nahen untergeht, da ist ein Kornfeld, da liegt sie. Die hat nicht mehr weitergekonnt. Die Magret ist bei ihr. Die Wehe habe ich schon angefangen. Die Wehe. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Schaumecker! Schaumecker! Schaumecker, hast du das gehört? Das Jutze kriegst du, Kind! Das Jutze kriegst du, Kind! Was ist es, Junge oder Mädchen? Bub natürlich. Du hast dir noch gar nicht nachgeguckt. Ein Bub? Aber ja. Und was für ein...
Es ist nicht viel zu klein. Ach, was? Mir hat's gelangt. Der wiegt sein 7 Fuß, ich bin nicht mehr. Der ist von dir, Hannes. Der hat Hände dick ab. Hände weg. Der doppelrote Boot. Glaubst du, kannst du es schaffen bis zur Nahrung? Aber ja. Mach dir wegen mir keine Sorge. Wohin geht's denn? Was Gutes. Wo wir leben können. Wo es weitergeht. Herrgott, noch einmal. Wir haben doch so viel Platz auf der Welt. Geschlossen. Ich brauche 2 Erwachsene und 3 Kinder. Ganz vorne. Alles ausverkauft. Kein Platz mehr zu haben. Aber es ist doch erst seit einer Stunde raus, das Meierflieh. Ja, die besseren Plätze sind alle schriftlich vorbestellt. Wir haben über 10.000 Fremde in der Stadt. Und die Einheimischen werden wieder mal um ihr Vergnügen gebracht. Wie immer. Sauerei ist das. Mais mon cher, c'est facile. On touche seulement ça. Et voilà, c'est tout. Und wo bleibt das goldene Handwerkerkollege? Richtig köppe diese Kunst. Von uns hat jeder seine eigene Schlagzeile. Persönliche Handschrift, möchte ich sagen. So viel Knäppchen drücke, kann jeder ab. Da ist doch kein Leben drin. Sauerkraut. Ich möchte zum Delinquenten. Ja, bitte. Der Herr Kaplan ist da. Pardon, Herr Kaplan. Würde Sie nicht zuerst einmal zu der Frau gehen? Zu welcher Frau? Zu seiner. Zu... Das ist nicht seine Frau, das ist seine Kebse. Was soll ich bei ihr? Sie weiß noch nichts. Sie kennt das Urteil noch nicht? Sie hatten noch den Auftrag, es ihr zu sagen, den Befehl. Ich bring's nicht fertig. Sie ist oben. Sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Darf ich zum? Ist es gesund? Ihr Kind ist bei bester Gesundheit. Ja, Sie dürfen es sehen. Ja? Dann ist halt mein Urteil bestätigt. Ja. Man wird Sie bald freilassen. Frei? Ganz frei komme ich? Ohne Zweifel. Und er? Was wird mit dem? Sag doch. Das Todesurteil ist heute Nachmittag bestätigt worden. Außer ihm trifft es 19 seiner Mitgefangenen. Auch sein Vater ist dabei. Die Exekution wird morgen bei Sonnenaufgang stattfinden. Da ist nichts mehr zu hoffen. Die Gefängnisleitung hat für ihn eine besondere Gnade erwirkt. Er darf die letzten Stunden mit Ihnen verbringen. Allein. Hier in meiner Kammer? Man wird ihm sogar seine Ketten abnehmen. Das ist gut. Wenn
wenn Sie mich brauchen. Sagt es nicht, dass ich es weiß. Bitte sagt es nicht. Sonst wünsche ich mir nichts. Und wenn er mich fragt? Dann lügst du eben. Wollen Sie jetzt Ihr Kind sehen? Nein, moi. Ich glaube. Du sagst dir kein Wort, sonst kannst du was erleben. Johannes Bückler, ich will nicht hoffen. Johannes Bückler, Sie haben den geistlichen Beistand abgelehnt. Sie wollen ohne Gott zum letzten Gang schreiten. Ich will überhaupt nicht, ich muss. Es ist meine Pflicht, Ihnen das heilige Buch zu überreichen. Gib her. Oma Steche. Da kommt alles das närrischste Zeug raus. Lies vor. Jesus, Sirach 38, Vers 19. Denn vom Trauern kommt der Tod und des Herzens Traurigkeit schwächet die Kräfte. Denn vom Trauern kommt der Tod? Wenn das wahr ist, sterbe ich nie. Sie dürfen jetzt zu Ihrer... Was? Zu Ihrer Frau. Danke. Quattro Suppe. Poulige Rodi, Pomme de Terre, Salat, Fromage de Mayence, Meng Blanc de Pays et des Zigars. Sprich Deutsch, wenn du mir was erzählt hast. Französisch ist Amtssprache. Bon Appetit. Geht's, Julze? Gut geht's. Und ein Kind? Ich war gerade bei ihm. So gewachsen, dick ist es wohl. Ich staune. Du siehst aus, als kämst du frisch aus dem Hunsrück. Es hat mir auch nichts gefällt wie die Freiheit. Jetzt haben sie mir schon die Kette abgenommen. Das ist ein gutes Zeichen, glaubst du nicht? Ja, ich glaub's auch. Das hat was zu bedeuten. Sicher. Sonst wären die ja nicht so nobel zu uns. Was die da alles hingestellt haben. Wein. Und Poulet. Komm, setz dich. Lass dich schmecken. Ja. Zickern. Ja, du auch, Jutsch. Schöne Stube habe ich es dir gegeben. Ja, sie geht auf der Rhein und morgens höre ich die Bootsleibpfeife. Und ganz weit sieht man die Fährhütte, wo wir das erste Mal. Aber ich muss mich auf den Schemel stellen. Magst Salat? Willst du noch mit mir bei den Schiffen gehen? Vielleicht wird's mal. Ja. Alles ist möglich. Willst du nicht essen, Julchen? Du musst anfangen. Vergiss auch der Wein nicht. Prost, Julchen, soll's leben. Du auch. Wenn's vorbei ist, lass dir von den Leuten nichts merken. Das geht niemand was an. Trag deinen Kopf hoch und beiß die Zähne zusammen. Du bist ja noch jung. Ich bin ja noch jung.
uns doch nie was vorgemacht, was, Julche? Na, nie. Und haben uns die Wahrheit an den Kopf geschmissen. Und wenn sie hart war wie ein Pflasterstein. Und haben uns gezankt und gezerrt wie Hund und Hamster, wenn es nicht anders ging. Und wenn die Haut dabei in Fetzen untergegangen ist. Das kann doch nicht alles aus sein, um zu enden. Heute noch nicht. Das habe ich jetzt schon im Leierkasten. Unser Lied. So rasch werden sie dich nicht vergessen. Das glaube ich nicht. Kannst du es noch singen? Oh, ja. Das ist der Schinder Hannes, der Lampe und der Geigenstrick, der Schrecke jedes Mannes. Der macht jetzt auch Schluss. Riecht nach Teer und Regen. Wer ist da? Benzel. Ach, was für ein Trost. Ein guter Freund in schlechten Tagen. Komm rein. Du, das wird sich aber erst herausstellen, ob ich ein Trost für dich bin. Du hast uns 15 Jahre lang beschissen. Geld her, los, Geld, ich will leben. Und wenn ich dir nichts gebe, dann wirst du mich auch verraten wie den Hannes. Ich kann mir es nicht leisten, das Maul gratis zu halten. Ich habe lang genug geschwiegen, du. Den ganzen Prozess lang. Also, los. Wenn du nicht auch auf die Guillotine willst. Du kannst da alles nehmen, was ich habe. Aber tu das Ding weg. Na, na. Ich bin so da schon an einem Kopf in der letzten Zeit. Ich muss alles, was in der Hand habe. Sonst wäre ich kribbelig. Du anscheinend auch. Du sollst alles kriegen, was du brauchst. Komm. Warte mal. Ach, das ist alles nicht so leicht. Soll ich dir helfen? Ja, schieb mal ein bisschen vor. So. Und jetzt hängen wir mal den Haken da unten ein.
schon, Jan. Wir haben mich doch nicht vergessen. Ich höre schon ihre Stimmen. 19 Menschen, Josch. 19 Menschen. Ich wollte, ich könnte 20. sein mit dir. Nein. Alle wit, fertig machen. Nicht so hastig, ihr Bleisoldaten. Ehe wir nicht da sind, können die nicht anfangen. Schon 15.000 Leute sind gekommen. 15.000. Hast du es gehört, Jutsche? 15.000 Leute sind gekommen. Mehr wie beim Napoleon. Alles, wir stehen. Die Losung heißt Himmelhund. Mit euch bin ich überall gern hingegangen. Aber den Gang hätte ich lieber allein gemacht. Viel Füße marschieren besser, Hauptmann. Ihr hättet sowieso nicht mehr lang gemacht. Das bläst der frische Heimwind. Ihr werdet keinen Kopfschmerz kriegen. Anhauen. Sarah Philipp ist schlecht geworden. Stützt ihn, dass die Leute nichts merken. Das ist der Schinderhannes, der Lumpe und der Galgenstrick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Im Sonnenwald, im Sonnenwald steht manche dunkle Dann. Schinderhannes, der Lumpe und der Galgenstrick, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Im Sonnenwald, im Sonnenwald steht manche dunkle Dann. Darunter liegt von Wiesmühl, genannt der Schinderhannes, 53 verschiedener Verbrechen angeschuldigt, welche er teils allein, teils im Komplott begangen hat. In dem letzten Fall war er in der Regel der Anstifter, wird gemäßheit des Artikels 83 des Code Penal zum Tode durch Enthauptung.
Enthauptung verurteilt. Denn vom Trauern kommt der Tod. Und des Herzens Traurigkeit schwächet die Kräfte. Das hätte sie ihm sagen sollen. Das hätte ihm gefallen. Er hat's mir gesagt. Und des Herzens Traurigkeit schwächet die Kräfte. Das ist schön. Haben Sie gehört? 15.000 Leute sind gekommen. Mehr wie beim Napoleon.